Im Dschungelcamp 2022 machte Harald Glöckler seinem Ehemann Dieter Schrutt Vorwürfe. Nun wurden Umzugswagen vor dem gemeinsamen Anwesen gesichtet. Sieht der Designer etwa aus? Es zieht einen runter, wenn jemand nur noch negativ ist. Und er ist nur noch negativ. Es waren harte Worte, die Designer Harald Glöckler, 56, im diesjährigen Dschungelcamp über seinen gesundheitlich angeschlagenen Ehemann Dieter Schrutt, 73, verlor. Er selbst sei überrascht über die Aussagen und wolle das erst einmal mit seinem Gatten besprechen, wenn dieser wieder zu Hause angekommen sei, erklärte Schrutt gegenüber dem Bildmagazin. Harald Glöckler miete Zweitwohnung an. Nun wurden Umzugswagen voller Kartons und Möbel vor dem gemeinsamen Anwesen in Kirchheim an der Weinstraße in der Nähe von Ludwigshafen gesichtet. Punkt. Die Aufnahmen liegen Bild vor. Schnell werden Gerüchte laut Glöckler ziehe aus der Villa aus. Aber stimmt das? Glöckler selbst könne sich nach Bildangaben aktuell wegen vertraglicher Verpflichtungen nicht dazu äußern. Gala hat nun um eine Stellungnahme bei Glöcklers Rechtsanwalt gebeten. Unser Mandant ist nicht ausgezogen, sondern bezieht in Berlin eine Zweitwohnung. Um sich von dort verstärkt um sein Business zu kümmern, erklärt Rechtsanwalt Christian Oliver Moser auf Nachfrage von Gala. Nach einer angeblichen Ehekrise hört sich das nicht an, sondern eher nach Prioritäten, die das TV-Gesicht in seinem Leben setzt, und dazu gehört auch sein Ehemann. Darauf lassen, neben den recht hart wirkenden Worten, auch weitere Aussagen gegenüber Bild schließen, für seine Teilnahme an Ich bin ein Star. Holt mich hier raus, musste Harald Glöckler seinen Partner 4 Wochen in Deutschland zurücklassen. Das Problem, Dieter Schrutt leidet nach Angaben des Designers schon länger an Diabetes, Übergewicht und Rückenschmerzen. Ich war sehr angespannt, als ich daran dachte, Herrn Schrutt 4 Wochen allein zu lassen. Schließlich kümmere ich mich zu Hause um alles, kochen, einkaufen, Hund versorgen, erklärte Glöckler vor dem Dschungel. Er stellte sicher, dass sein Liebster gut versorgt ist, organisierte ein Team aus HelferInnen.